Hallo und herzlich willkommen zum Wetter von wetter.net. Hochdruckgebiet Fienchen macht sich von Westen bei uns breit und bringt uns in den kommenden Tagen den Hochsommer zurück. Auch heute wird es in einigen Gebieten Deutschlands schon zumindest leicht sommerlich. Im Norden sind aber noch einige dichte Wolken unterwegs, aus denen hier und da noch ein Tropfen fallen kann. Aber im übrigen Deutschland zeigt sich häufig die Sonne und es bleibt trocken. Die Temperaturen reichen von 16 Grad auf den Nordseeinseln bis 25 Grad am Oberrhein. In der Nacht wird es in einigen Gebieten dann doch noch recht frisch. Wir haben Tiefstwerte teils im einstelligen Bereich und das vor allem da, wo der Himmel klar ist. Im Süden kommen in der Nacht Wolken auf und es gibt einzelne Schauer. Nach Norden ist der Himmel klar oder gering bewölkt und die Temperaturen bewegen sich zwischen 14 Grad an den Küsten und bis zu 7 Grad im Landesinneren. In den kommenden Tagen wird es dann aber jeden Tag sommerlicher und auch wärmer. Wir haben morgen schon Höchstwerte bis zu 29 Grad. Dann sind im Süden aber Schauer und einzelne Gewitter mit von der Partie. Ansonsten zeigt sich häufig die Sonne. Ja, auch am Sonntag gibt es viel Sonnenschein, aber Richtung Alpen auch einzelne Gewitter. Und die Temperaturen steigen weiter. Wir haben Höchstwerte zwischen 22 Grad an den Küsten und bis zu 32 Grad im Süden. Ja, und am Montag, da gibt es dann für alle Sonne satt und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen weiter auf 25 bis 35 Grad. Und im weiteren Verlauf der kommenden Woche soll es dann noch etwas heißer werden. Die 40 Grad sind nicht ganz ausgeschlossen, aber das Unwetterpotenzial steigt dann auch wieder. Mit diesen sommerlichen Aussichten, da wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.